Lasst uns das Mikrofon hier platzieren. Ja. So. Himmel, Herrgott, Phase 1, ich bin der Bürger. Aber dir. Phase 2, ich kann eigentlich nicht recht viel sagen, ich versuche so kurz zu halten, wie es geht. Merci für 1700 Abos, mehr erfolgt mir nicht ein dazu. Das größte Merci geht eigentlich an Bavarian Sepp 3. Fürs Anschauen, fürs Abon, fürs Liken, fürs Teilen, für was weiß ich. Piccabello! Noch nie ist ein Video so dermaßen eskaliert in der kurzen Zeit wie das. Ich glaube, über 1500 Leute haben es angeschaut. Nein! Doch! Über 120, 130 Daumen nach oben. Nicht einer nach unten! Nicht einer! Normal ist immer irgendein Quotenossi dabei, der beleidigt ist und so viel Humor wie ein Stor hat und dann sagt, nee, ich mach ihn nicht. Und drückt dann auf den Daumen nach unten. Ich weiß es nicht, ist mir scheißegal. Ich kann nicht mehr sagen wie Merci. Und ich bin wirklich, manche mögen das vielleicht vorbereitet mal, ich sitze mir her, laber da wegen einem Scheißdreh, wird schon passen. Die Leute, wenn man ich selber anschaue, die ich anschaue und sagen, oh, danke für das und danke für das. Dann denke ich mir, wenn ich sitze da und denke mir so, aha. Na! Das interessiert mich echt ein Scheißdreck. Aber wenn man es dann selber hat, dann muss ich, dann möchte ich das machen, wenn bloß 5% bei euch dabei sind, die das interessiert und die es gefreut, wenn es mich gefreut. Macht das Sinn? Ich hab keine Ahnung. Ist ja wurscht. Dann hat sie sich schon orientiert und kostet nichts. Werde in der nächsten Zeit wird es vielleicht mehrere geben. Ich mag auf alle Fälle nichts ankündigen, weil ich mag euch ja nicht zuscheißen mit der ganzen Synchro-Kacke. Ne Leute, jetzt mal ernsthaft. Sonst ist es nämlich langweilig. Aber seien wir uns ehrlich, dann ist es nämlich langweilig und so ein bisschen ein Hänger, den hast du sowieso schon mitgegeben. Ich finde bei Baron Sepp 2 ist nicht ganz so gut irgendwie wie die anderen. Der Beste bleibt nach wie vor der Einser und das 300 wie. Und was weiß ich, ist doch alles wurscht. Ich möchte eigentlich nur Merci sagen für 1700 Abos. Herzlich willkommen! Mehr kann ich nicht sagen, mehr fällt mir nicht ein. Außer eine kleine Sache und die könnte euch tatsächlich interessieren. Der Gamer Sepp ist gekommen, der Gamer Sepp hat gesagt: Bürger, du, was du da machst, das finde ich nicht gut und hat einen Karl-Heinz Kaber gesperrt. So, was tun wir jetzt da? Sitze da und weiß nicht, was ich tun soll. Kann nichts machen. Video anders schneiden, noch mehr aufhören, bla bla bla, haut nicht hin. Ja, aber ich verstehe nicht so ganz. Weil ihm so viel aus dem Video nicht gefällt, wo ich nicht anfangen brauche, zu machen einen Anschnipsel. So, leider Gottes wird es ein Karl-Heinz Kaber nie wieder irgendwie auf YouTube geben. Das ist echt traurig, weil da habe ich mir echt Fame gegeben und das hat echt lang gedauert und es ist auch gut, ganz gut angekommen in den ersten 1-2 Wochen, so wie es online war. Und das ist sehr schade. Hab ich mir gedacht, tja, gut, dass der Facebook-Mensch vom Game aus Sepp offensichtlich nichts weiß. Nämlich da kann man sich das noch anschauen. Und ich hau euch jetzt da oder irgendwo da einen Link rein, da kann man sich das nach wie vor anschauen. Und wir haben jetzt noch 10 Sekunden eine Gedenkminute für den Karl-Heinz Kaber rein. Das muss sein, da stellen wir jetzt alle auf. Ich stehe natürlich nicht auf. Der Captain Fall sagt, kommt er nicht von irgendwo her. Den habe ich nicht erfunden. Das ist so und. Karl-Heinz Kaber, ich bin von die Preisenjäger. Okay, das muss gelangen, der Karl-Heinz Kaber auf Facebook. Merci für 1700 Abos, merci für einen Support. Ich weiß gar nicht, was ich sagen kann. Sagen, was weiß ich. Das, wenn man vor eineinhalb Jahren gesagt hätte, dass das irgendwann einmal so eskaliert, hätte ich gesagt, vielleicht kannst du mich fahren. Fällt mir nichts mehr dazu. Ich hoffe, das Video ist kurz genug. Sehen wir uns beim nächsten. Da habe ich die Rede.